den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen. Das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ja, also es fing ja mit der Titelmusik an und die hatte schon irgendwo sowas in sich, dass ich zu dem Zeitpunkt schon irgendwo so ein bisschen ja mulmiges Gefühl bekam. Wenn die Musik anfing, dann sackte ich schon so ein bisschen in den Sessel tiefer rein. Dann kam der Vorspann und dann Eduard Zimmermann im Bild und guten Abend, meine Damen und Herren, und dann war Crime Time. Also ich muss sagen, das Aktenzeichen, das erste war, was ich überhaupt zur Kenntnis genommen habe im Fernsehen. Es waren einfach kurze, knackige Fälle, zwischendurch so ein bisschen Personensachen oder Sachen, die hochgehalten wurden in die Kamera, zwischendurch ein paar Kommissare. Das musste ich einfach sehen. Freitag, 21. April 1967. Ich bin in einem relativ kleinen Nest aufgewachsen und die Fälle, die halt in der Aktenzeichensendung spielten, das waren halt Großstadtfälle. Die Großstadtfälle passierten halt in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin. Aber ja, ich denke, das war genauso weit entfernt, als ob sie in New York gespielt hätten. Ich bin ja, wie gesagt, Berliner und eigentlich eingeschlossen gewesen und das waren im Orte Castrop-Rauxel oder irgendwelche Kleinstädte oder Vorstädte und auch Einfamilienhäuser, sowas ist mir alles unbekannt. Ich bin in einer Mietswohnung aufgewachsen, mitten in der Stadt, und überhaupt so Landstraßen, dunkle Landstraßen, wo eben Tramperinnen mitgenommen wurden, das war mir alles völlig unbekannt. Könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Für mich ging Verbrechen von München, Wien oder Zürich aus, ja, das internationale Verbrechen, und da goss ich dann über die ganze Republik. Ja, XY war für mich in der Kindheit die erste Konfrontation mit der bösen Welt, in der heilen Kinderwelt. Freitagsabends durfte man mal ein bisschen länger aufbleiben. Es wurde sich gemütlich ins Wohnzimmer gesetzt. Die Mutter hat vielleicht ein bisschen was zu knabbern auf den Tisch gestellt. Und hinterher hat man sich gern noch mal zu Bett bringen lassen, weil einem immer ein bisschen die Angst im Nacken saß. Auf einem Baugrundstück etwas außerhalb der Stadt läuft ein Kanal über und schwemmt ein zusammengeschnürtes Bündel aus zwei Schlafsäcken ins Freie, das in dem Schacht versteckt war. Den Horror musste ich mit ins Bett nehmen, und ich glaube, es mussten viele den Horror mit ins Bett nehmen in Deutschland. Ja? Also es sind viele Leute maßgeblich davon beeinflusst worden. Bei XY habe ich mich hinterher nicht alleine ins Kinderzimmer getraut. Musste erstmal mit der Hand um die Ecke das Licht anmachen, und dann waren irgendwelche Geräusche. Wenn die Heizung getickt hat, war es eine Zeitbombe, oder unterm Bett saß mindestens ein Mörder. Es war grässlich. Hilfe! Irgendwann hatte ich, glaube ich, mal, also wirklich als absolut kleiner Steppke, mal Schiss vorm Kofferraum, weil in irgendwelchen Aktenzeichenfilmen in dem Kofferraum, ja, immer war irgendwas im Kofferraum. Es war entweder die Leiche oder die Spitzhacke oder der Bolzenschneider oder der Ölmantel. Und also über eine kurze Phase war ich halt wirklich ein bisschen kofferraumphobisch. Los, komm raus jetzt! Mein Vater ist nebenbei halt am Wochenende Taxi gefahren, und da zählte nun auch mal der Freitag zu und auch der Freitag, wo halt Aktenzeichen XY lief. Und es war allgemein schon irgendwo ein bisschen unheimlich, wenn der Vater halt nicht da ist. Man weiß, aha, er fährt Taxi. Das Fahrzeug steht auf der Standspur der Ausfahrt. Mehrere Autofahrer passieren den parkenden Citroën, ohne zu ahnen, was sich in der Taxe abspielt. Heinz Schlund wird von einem Mann, der neben ihm sitzt, mit der Pistole bedroht. Die Schüsse sind für Heinz Schlund tödlich. War noch ein Punkt unheimlicher, wenn halt in der Sendung ein Taxifahrermord oder Taxifahrerinmord halt gezeigt wurde, dass man da halt doch mehr Bedenken hatte und letztendlich schon froh war, wenn am nächsten Morgen halt der Vater dann in die Haustür reinkam und man wusste, ah, alles klar, alles im Lot.
So, und nun aber erst einmal zum Rückblick. Bitte zunächst Sabine. Meine ersten Erinnerungen an XY ja, reichen ja nun, wie man weiß, schon über 30 Jahre zurück. Und eigentlich erinnere ich mich nur daran, dass mein Vater die ganze Zeit auf der Terrasse auf und ab ging und ich meine Mutter gefragt habe, warum geht er denn da draußen spazieren? Und sie mir sagte, sei still, er beschäftigt sich mit einer neuen Idee. Und die Terrasse war nicht sehr groß und er schritt halt also wirklich andauernd von rechts nach links. Den Bildschirm als aktives Instrument zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ich bin einfach ganz normal damit aufgewachsen. Es wurde eben einfach über Polizei, über Verbrechen, über Verbrechensbekämpfung, über Kriminalpolitik, es wurde einfach darüber geredet im Haushalt. Es war für mich also ganz normal, es war nichts Besonderes. Dann irgendwann habe ich mal die erste Sendung gesehen und das Einzige, was mir daran in Erinnerung geblieben ist, dass meine Mutter zu mir sagte, oh, guck mal, die Leiche hat genauso ein grünes Partykleid, wie du auch zu deiner ersten Party hattest. So, Frau Stieglitz, jetzt schauen Sie mal her. War das die Farbe des Kleides? Ja, wirklich. Das ist die Farbe. Ganz genau. Ich sehe die Frau förmlich wieder dort sitzen. Die beiden taten ganz verliebt miteinander. Der Herr bestellte Whisky pur. Ich brachte ihnen zwei Glas und kassierte sofort. Der Herr bezahlte und gab mir 50 Pfennig Trinkgeld. Er bestellte zwei neue Getränke, dann gingen die beiden auf die Tanzfläche. Mehr weiß die Kellnerin nicht zu berichten. Vielleicht ist Irmtraut Stieglitz die Letzte, die unbekannte Tote lebend gesehen hat. Vielleicht ist der Mann mit den großen Händen der Mörder. Doch die Spur des Paares verliert sich im Dunkeln. Das Rätsel um die unbekannte Tote im grünen Minikleid wartet unter dem Aktenzeichen 4JS 472-67 auf seine Lösung. Wir nutzen das Medium Öffentlichkeitswarnung, Fernsehen, insbesondere bei den Delikten, wo wir einfach nicht weiterkommen, weil wir keine Ansatzpunkte haben, als sogenannte Ultima Ratio. Wenn wir jetzt natürlich mit einem Beziehungsdelikt zu tun haben, zum Beispiel im Bereich der Tötungsdelikte, dann führen in der Regel die herkömmlichen Ermittlungsmaßnahmen zum Erfolg. Gibt es zwischen dem Täter und dem Opfer keine Beziehung, das heißt, Opfer und Täter haben sich nur kurzzeitig gekannt oder zufällig kennengelernt, dann haben wir in der Regel ein Problem. Über das Umfeld des Opfers kommen wir also nicht an den Täter heran oder an einen vernünftigen Täterhinweis. Und da sind wir natürlich häufig darauf angewiesen, auf Hinweise, die von Zeugen kommen können, die wir bis dato nicht erreichen konnten. Vorbei an vielen Zeugen, die bis heute noch nicht einmal wissen, dass sie vielleicht wichtige Beobachtungen gemacht haben. In diesem Zusammenhang lassen Sie es mich einmal ganz deutlich sagen, meine Damen und Herren. Wir, die Mitarbeiter dieser Sendung, wir fangen keine Verbrecher. Das ZDF und der österreichische Rundfunk bietet der Kriminalpolizei mit dieser Sendung eine Möglichkeit, gleichzeitig mit mehreren Millionen Menschen zu sprechen. Über diese Möglichkeit verfügt die Kripo sonst nicht. Die Redaktion dieser Sendereihe ist also keine Ersatzpolizei. Ja, also als zum ersten Mal Eduard Zimmermann auftauchte, mit dieser Sendung XY war ich voller Respekt, denn ich habe nicht geglaubt, dass er sich damit durchsetzen würde. Auch in Österreich steht also heute Abend, genau wie in der Bundesrepublik, die gesamte Polizei in Bereitschaft, um ihre Hinweise entgegenzunehmen. Guten Abend, Herr Dr. Weingarten. Ich freue mich, dass die österreichische Polizei dies jetzt an dieser Sendung teilnimmt. Ihre deutschen Kollegen sitzen hier in Wiesbaden im Studio. Aber ich habe damals auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich persönlich doch Bedenken hätte, dass man eben in vielen Fällen ja Menschen suchte, die noch keinesfalls rechtskräftig verurteilt waren und sie sozusagen an einen Telepranger stellte. Ich habe mich aber dann sehr schnell überzeugen lassen von dem Erfolg dieser Sendung. Bei ihm ist also dieses Engagement, Kampf gegen das Verbrechen, kein Lippenbekenntnis, sondern er
steigt dafür wirklich in den Ring oder wirft den Hut in den Ring. Konrad Tönz und Eduard Zimmermann und Peter Niedetzki, die waren eben schon immer Bestandteil für mich von der Sendung und dass eben immer zu den Studios geschaltet wird. Das finde ich, fand ich immer schon gut, dieses Schalten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben es in der Ansage gehört und Sie sehen es an den Veränderungen hier im Studio. Aktenzeichen XY ungelöst wird heute zum ersten Mal als Eurovisionssendung gleichzeitig in drei Ländern ausgestrahlt. Heute wird das Außenstudio eingeblendet oder der Moderator geht an einem Monitor vorbei. Früher war es eben so, dass Eduard Zimmermann sich umständlich umgedreht hat und gesagt hat, wie sieht's aus in Zürich? Und das war dann auch schon so zu Schulzeiten mal so ein bisschen, also anders so, also die Sendung nachzumachen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus in Wien, Herr Podgorski? Was können Sie uns denn berichten? Ja, wir scheinen hier eine ziemlich heiße Spur zu verfolgen. Das heißt, die Spur wird verfolgt von einem Funkstreifenwagen, der unterwegs ist zu einem Wiener Kaffeehaus. Derselbe Mann hat dieselbe Kasse nun nochmals überfallen und immerhin die stattliche Summe von 107.000 Schilling erbeutet. Deshalb geht der Aufruf der deutschen Polizei auch nochmals an die Schweizer Zuschauer, die an jenem Abend des 21. Juni 1975 auf der deutschen Seite der Autobahn unterwegs waren. Vorher aber noch kurz zu Konrad Tönz für den Schweizer Rückblick. Ja, vier Personen hatten wir in der letzten Sendung für Zürich und St. Gallen gesucht. Alle vier Fahndungen sind erledigt. Ja, mehr als man vermuten konnte. Besonders die drei Unbekannten beim Überfall in Düsseldorf fotografierten Bankräuber haben ein starkes Echo ausgelöst. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal sagen, meine Damen und Herren, bitte, diese Telefonzentrale ist für sachliche Hinweise zu diesen Fällen. Schön, vielen Dank, Herr Hohl. Bitte, Sabine. Das erste Ergebnis bezieht sich auf unsere Juni-Sendung, in der wir mit Hilfe eines Schlafsacks und einiger Schmuckstücke versucht haben, eine bereits skelettierte, unbekannte Tote zu identifizieren. Tja, hört sich ja alles ganz interessant an. Vielen Dank für diese ersten Informationen aus den Aufnahmestudios. Die Internationalität ist ein ganz wichtiger Faktor für uns. Und die Schaltung in die Außenstellen ist wichtig und ist Tradition und haben, wie wir immer hören von den Zuschauern, ja längst auch eine Art Kultstatus. Ja, vielen Dank, Peter Niedetzki. Das hört sich zunächst ganz interessant an. Warten wir ab, was daraus wird. Diese Vernetzung, die da so beeindruckend manchmal wirkte, wurde nicht wiedergespiegelt durch die Einrichtung, die eigentlich eher an das Ambiente erinnerte, in dem die einzelnen Taten oder die ganzen, diese Verbrechen verübt wurden. Also das heißt, es war wahrscheinlich auch schon bezweckt, ein Ambiente zu schaffen, das nicht vollkommen entfremdet wirkt, sondern das dem Zuschauer auch erstmal so ein heimliches Gefühl gibt. Eine Art Erweiterung des Wohnzimmers, so habe ich es empfunden. Ich hatte den Eindruck, dass ein Biedermann für Biedermänner berichtet von Verbrechen, die Biedermänner begangen haben. Das war so, ja, also fast war es eine Art Closed Circuit. Gottlob gab es keine Rückkopplung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie vielleicht schon wissen, hat die XY-Sendung ab heute ein neues Gesicht. Sie wird jetzt in allen drei Ländern des Sendegebietes in Farbe ausgestrahlt. Also die Ausstattung des Studios habe ich eher schlicht in Erinnerung. Finde ich aber auch gut, weil es auch nicht ablenken soll von den Dingen, die einem gezeigt wurden. Irgendwelche Requisiten, die dort an Tatorten hinterlassen wurden oder Fahndungsfotos, die gezeigt wurden. Und ich denke, das ist für so eine Sendung auch angemessen. Zwei Sprengkörper und ein Smaragdkollier. Eine Fußspur, ein paar durchgesägte Handschellen und ein Mordmesser. Jeder dieser Gegenstände hat eine interessante und geheimnisvolle Geschichte. Der Mann hat wahrscheinlich solche Sandalen mit einem solchen Sohlenprofilmuster getragen mit der Größe 40-41. Und er muss bis zu den Knien im Wasser gestanden haben und dürfte demzufolge in jener Nacht mit nassen Hosenbeinen nach Hause gekommen sein. Sehr wichtig für die ganze Sendung sind meiner Ansicht nach auch die Kommissare, weil sie der Sendung eine gewisse Autorität geben. Die sind ja, was Interviews angeht,
auch keine Profis und so, das merkt man auch. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch merkt, deren Job ist was anderes, als Interviews zu geben. Kriminaloberrat Erich Panitz ist Chef des Rauschgiftdezernates in Frankfurt und er kennt die Gefahren aus seinem täglichen Leben. Ja, im Falle Nitschke, der in Frankfurt am Main bearbeitet worden ist, ging es sehr schnell. Nitschke hatte sich innerhalb kurzer Zeit zu Tode gefixt. Meine verehrten Zuschauer, die Kriminalpolizei wäre um jedes Augenpaar sehr froh, dass hier unseren Blickpunkt, unser Blickfeld erweitern hilft. Denn unsere bisherigen Untersuchungen im Zusammenhang mit dieser Uhr haben einige sehr bemerkenswerte Erkenntnisse gebracht. Der Täter ist bei der Zerteilung der Leiche nahezu fachmännisch vorgegangen. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens und zur Festnahme des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von insgesamt 8.000 Mark ausgesetzt. Vielen Dank, Herr Barz. Als die Sendung XY ungelöst noch sehr jung war, war ich, grob gesagt, als Mörder unterwegs in Deutschland. Mindestens einmal im Monat ging eine Sendung über die Bildschirme, die uns in Panik versetzt hat. Niemand wusste genau, was jemand über uns weiß. Keiner konnte sagen, haben sie uns erkannt, haben sie uns nicht erkannt. Und was haben wir getan? Wir sind über die Dörfer gezogen, vor dem Sendetag, haben ein Verbrechen begangen, irgendjemand überfallen, uns Geld besorgt und sind in die Provinz gegangen, in der Hoffnung, dass uns dort niemand erkennt. So gesehen hat der Zimmermann, ohne es zu wollen, Verbrechen provoziert, die er eigentlich aufzulösen, aufzuklären gewillt war. Ein Mensch, der weiß, dass er durch die Medien gejagt wird, fühlt sich wie ein gejagtes Wild. Man weiß, das ganze Volk, die ganze Nation ist gegen einen. Jeder auf der Straße kann einen erkennen. Jeder könnte dafür sorgen, dass man verhaftet und eingesperrt wird. Man wird als Einzelner des Menschen Feind. Und wenn Sie die innere Bereitschaft haben, sich dagegen zu wehren, also auch gegen die Masse anzutreten, dann führt das zu den Auswüchsen, die ich ja schon beschrieben habe. Es kann dazu führen, dass Sie jemanden, der mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, das ist er, ich erkenne ihn wieder, da war ein XY, dass Sie ihn erschießen auf der Stelle. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation. Der Gejagte wird gelegentlich auch zum Jäger. Wir müssen ja auch mit der Täterreaktion rechnen auf eine solche Fahndung. Die Täterreaktion kann unterschiedlich sein. So kann es Fälle geben, wo der Täter sich über eine Öffentlichkeitsfahndung dieser Art so unter Druck gesetzt fühlt, dass er sich vielleicht bei uns sogar selber stellt. Das wäre ein wunderschöner Erfolg und auch wünschenswert. Es kann aber auch das Gegenteil eintreten, dass ein Täter über eine solche Fernsehausstrahlung sich so unter Druck sieht, dass er untertauchen will und muss und möglicherweise Geldmittel dafür beschaffen will und diese natürlich nicht auf legalen Wege beschafft. Einer der Bankboten kann fliehen. Ein Verbrecher schießt, aber er verfehlt sein Ziel. Von daher müssen wir auch diese möglichen Verhaltensweisen eines Täters mit einbeziehen in den jeweiligen Fall, ob wir an die Öffentlichkeit gehen oder nicht. Ich werde es nie vergessen, als ich nach der Schießerei mit den Polizisten in Bremen, Gartenstadt, entkommen bin, über Hecken und Zäune. Und dann am nächsten Tag irgendwo eine Bildzeitung herauszog und ich sah auf der Titelseite mein Bild. Und dann diese Headline, Phantom war stärker als 5 Polizisten. Das hat mir den Hals zugeschnürt. Ich wusste, ich bin raus. Sie kennen mich, Sie wissen, wer ich bin. Sie haben mein Foto, Sie haben meinen Namen und Sie nennen mich das Phantom. Ein unglaubliches Gefühl, eine ganze Nation, ein ganzes Volk jagt dich, den Einzelnen. Ich war ja in Sandafu, der Knast mit offenen Türen bis 22 Uhr. Die Leute hatten ab 1979 eigene Fernseher auf der Zelle. Die ganzen Stationen waren verkabelt, jeder hat also seinen Anschluss. Und wenn XY lief,
saßen sie alle in ihren Zellen. Die Flure, die sonst belebt waren, waren leer. Und alle haben begierig diese Sendung angeschaut. Das ist die Realität. Wir sitzen in unserer Zelle, schalten den Fernseher ein. XY geht los und plötzlich erscheint ein Gesicht, das wir alle schon seit Jahren kennen. Da sagen wir, oh, oh, Kalle, Pete, Tom, da seid ihr ja wieder. Was ist dann passiert? Wieso seid ihr plötzlich im Fernsehen? Man hat Anteil genommen, man war nicht böse oder erschreckt irgendwie, sondern hat nur gesagt, ach du lieber Gott, demnächst taucht er ja wieder bei uns auf. Dann ist er immer wieder da. So, und nun, meine Damen und Herren, zu dem besonderen Fall, den ich Ihnen zu Beginn unserer Sendung angekündigt habe. Es geht um eines der schwersten Verbrechen der vergangenen 20 Jahre. Um den Überfall auf 5 Wachsoldaten der Bundeswehr im Munitionsdepot bei Lebach, der vor 2,5 Monaten die Öffentlichkeit schockiert hat. Montag, 20. Januar 1969. Es ist kurz vor 3 Uhr morgens. Im Munitionsdepot der Bundeswehr bei Lebach, unweit der deutsch-französischen Grenze, kommt der gefreite Schulz von seinem Rundgang in die Wachbaracke zurück. Ich erinnere mich daran, dass einmal Soldaten ermordet wurden in einer Kaserne. Irgendwelche jungen Männer mit einer großen Kanone, die sie nicht richtig benutzen konnten, die wurden von überlegenen Tätern einfach umgelegt. Und das hat mir leid getan. Der gefreite Schulz hört plötzlich ein verdächtiges Geräusch. Trotz der Schussverletzung setzt Schulz sich zur Wehr. Von 7 Messerstichen schwer verletzt bricht er zusammen. Nebenan in der Wachstube und im Schlafraum schießt ein zweiter Eindringling aus einer P-38 auf die überrumpelten Soldaten. Es ging um Soldaten. Und es ist ja verständlich, dass ich Anteil genommen habe. Da war ich wirklich gespalten, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, die Sendung ist gar nicht so schlecht. Und das erlebt man nun mal. 3 sind sofort tot. Der 4. stirbt 6 Wochen später, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Es kann durchaus sein, dass man mit Hilfe dieser Sendung auch mal wirklich gefährliche Straftäter stellt. Das ist nicht das Schlechteste. Nur, ich habe ja aus meiner Vergangenheit gesprochen, als Betroffener. Dann sieht man sowas natürlich ganz anders. Das ist doch völlig klar. Also nachdem die Kriminalpolizei bei uns angefragt hat, ob wir den Fall in unsere Sendung nehmen wollen und wir übereingekommen sind, dass wir daraus einen Filmfall machen beispielsweise, werden wir hier von der Redaktion aus mit dem Sachbearbeiter sehr gründlich und sehr genau den Fall besprechen, mit allen Details, mit allen Facetten, die es dazu gibt. Wobei natürlich bei der Schilderung der Fälle das Opfer bei uns im Mittelpunkt steht, ist ganz klar. Wir kennen den Täter nicht, wir kennen die Motive meistens auch nicht. Wir wissen auch meistens nicht so ganz genau, wie der Tathergang war. All das versuchen wir in unseren Filmen deutlich zu machen. Wir versuchen, die Darstellung so zu reduzieren, dass wir nachher also tatsächlich die reinen Fakten eigentlich transportieren. Aber die Frage ist ja überhaupt, warum rekonstruiert man Fälle? Warum erzählt man nicht ganz nüchtern und präsentiert die Fakten und fragt einfach, wer kennt dieses Messer, wer hat diesen Knopf irgendwo gefunden? Könnte man ja machen. Macht man nicht, weil die Erfahrung zeigt, dass durch die Aufbereitung, die filmische Rekonstruktion und auch die Einbindung des Zuschauers in ein solches Schicksal dazu führt, dass er erstens ganz anders bei der Sache bleibt, dass er auch sowas wie Mitleid vielleicht beim ein oder anderen Fall entdeckt. Und einziger Zweck der Übung ist im Prinzip, den Zuschauer zu motivieren, mitzuhelfen. Kurz nach 15 Uhr trennen sich die beiden Freundinnen von Monika, die in Richtung Floss weitergeht. Seit dieser Zeit haben Petra und Sigrid die 12-jährige Freundin nie wieder gesehen. Die Frau im ersten Stock sieht, wie ein schlanker junger Mann das Grundstück fluchtartig verlässt. Branko Lukacic, der danach zu seinem Wagen geht, schwankt zwar etwas, dass er aber schwer verletzt ist, kann sie von oben nicht sehen. Ruhig, Henry, ist ja nichts passiert. Unbewusst verschlechtert Branko Lukacic seine Überlebenschancen, als er das Messer aus der Wunde zieht.
Schatz. Der ist aber süß. Wie lange hast du den denn schon? Erst ein paar Wochen. Aha. Wirst du denn fertig mit allen beiden? Ja, zu Fuß schon. Die Frau, die sich mit Merle über ihre Hunde unterhalten hat, wird später erfahren, dass sie die Letzte war, die mit dem Kind gesprochen hat. Der Horror lag in dem Kontrast zwischen den meistens sehr biederen, gepflegten und oft auch etwas klaustrophobischen, bedrückenden Verhältnissen, in denen die Familien oder Opfer dann lebten. Und dann ein fast chronologischer Countdown, in dem eindeutig auf die Tat hin die ganze Spannung aufgebaut wurde. Es gibt kein Entrinnen und es ging eigentlich nur darum, den Herlauf der Tat in schon fast einer so wissenschaftlichen Nüchternheit zu schildern. Das hat eigentlich den größten Schrecken verbreitet beim Anschauen. Der 28. Juni 1976 ist ein Montag. Wie fast überall in diesen heißen Tagen halten sich auch im Akazienweg am Stadtrand von Offenburg die Menschen am frühen Abend nach Möglichkeit im Freien auf. Im Haus Nummer 5, das der Familie Spinner gehört, hat die 17-jährige Tochter Renate Besuch von ein paar Freunden bekommen. Die jungen Leute unterhalten sich über eine Ferienreise nach Belgien, zu der sie in wenigen Tagen mit ihrer Jugendgruppe starten wollen. Etwa gegen 20.15 Uhr kommt Frau Spinner nach Hause. Sie war in der Stadt einkaufen und hat sich danach noch bei Bekannten aufgehalten, um über ihren kürzlichen Urlaub in Österreich zu berichten. Die Frau lebt seit etwa einem Jahr mit ihren Kindern allein in dem Haus Nummer 5 am Akazienweg. Ein Fall, der mich sehr beeindruckt hat, war Mord, ein sehr brutaler Mord eines Täters an einer Mutter und ihrer Tochter, während der große Bruder, der da hätte helfen können, auf irgendeiner Party oder in irgendeinem Club beim Tanzen war. Herrlich! Wer? Etwa zwei Stunden später beginnt in den Gärten am Akazienweg allmählich Ruhe einzukehren. Der Mörder wurde eindeutig als Psychopath dargestellt, der also ganz selbstverständlich in so eine Gartenparty hineingelaufen ist, ohne ein Wort zu sagen, dann wieder verschwand, auch sehr eindrucksvoll. Was ist denn das für ein Typ? Der hat wohl eine Macke. Du, vielleicht hat er sich bloß in der Tür geirrt. Manches spricht dafür, dass er auch weiterhin in der Nähe des Hauses geblieben ist. Denn etwa eine Viertelstunde später beobachtet eine Zeugin aus einem gegenüberliegenden Haus, dass Renate Spinner von einem jungen Mann von der Haustür weggezogen wird. Etwa zur selben Zeit kommt am anderen Ende des Weges ein Radfahrer vorbei. Er wird Zeuge eines Streites im Weg hinter den Gärten. Wie ernst diese Auseinandersetzung ist, erkennt der Radfahrer jedoch nicht. Das Gesamtbild, das die Polizei später daraus zusammenfügt, ergibt, dass in dieser Nacht ein dramatischer und verhängnisvoller Wettlauf rund um den Häuserblock am Akazienweg stattgefunden haben muss. Mama! Mama! Danach wurde nicht gezeigt, wie das Verbrechen verübt wurde. Auf jeden Fall muss er also die Mutter und die Tochter gnadenlos hingerichtet haben. Bis heute weiß niemand, wer dem Mädchen die Terrassentür geöffnet hat. Die Mutter oder ihr Mörder. Sicher ist nur, dass sich im Haus Akazienweg Nummer 5 an diesem Abend ein Verbrechen von beispielloser Grausamkeit zugetragen hat. Wir haben Ihnen in unserem Filmbericht von der Tat selbst mit Absicht nichts gezeigt, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich dieses grauenvolle Sortiment von verbogenen Gabeln und Messern anschauen, dann wissen Sie warum. Kurz bevor der Mord passiert, ist der Film zu Ende. Also man hört eben noch den Schuss oder man hört noch den Schrei und man weiß halt genau, was jetzt passiert, aber man sieht es eben nicht. Und da spielt dann die Fantasie, die man eben da mitbringt, noch eine große Rolle. Was wollen Sie? Zore Lange wurde auf bestialische Weise ermordet. Ihr Körper wies zahlreiche Einstiche auf. Dass gerade die relevanten Untaten, die relevanten Bilder von Verletzungen, von Blut und Ähnliches ausgespart werden, sind ja eine Technik, die Fantasie des Zuschauers zu aktivieren und mit ins Spiel zu bringen. Gerade das produziert ein stärkeres Engagement des Zuschauers.
Aber ist das nicht ein bisschen spät? Oh, was machen Sie da? Nein! Oh. Und dann bin ich in die Disco gegangen, denn ich durfte sonst nicht in die Disco gehen. Ich habe gedacht, Vaters Sendung ist der ideale Platz, um irgendwann wegzugehen. Und habe gedacht, wenn die dann nach der Sendung anrufen, um zu fragen, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, dann werde ich eben einfach am nächsten Tag sagen, ich habe schon geschlafen. Hatte natürlich nicht mit meinen Eltern gerechnet. Als sie mich nicht erreichten, haben die natürlich gleich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und vor allen Dingen das BKA in Wiesbaden. So, und nun zu einem Thema, das uns seit 20 Jahren immer wieder beschäftigt. Fahren per Anhalter. Gegen diese gefährliche Unsitte scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Deshalb kommt es uns bei dem nächsten Fall nicht nur darauf an, den Täter zu finden. Wir wünschen uns auch, dass vielleicht wieder ein paar hundert Frauen und Mädchen weniger in fremde Autos steigen. Der letzte Tag im Leben der beiden Mädchen ist ein Sonntag. Der 19. Juli 1981. Ja. Ihr zwei Hübschen, wo wollt ihr denn hin? Nach Offenbach. Diese Sendung hat maßgeblich das Verhalten von Trampern beeinflusst. Ich glaube nicht, dass mehr Tramper vergewaltigt werden als Flugzeuge entführt oder so. Aber Trampen hatte ein schlechtes Makel. Und vielleicht schon deswegen, weil so oft auch Tramperfilme in dieser Sendung gezeigt worden sind. An sowas kann ich mich immer erinnern. Junges, blondes Mädchen trampt an der Autobahn, wird mitgenommen, dann vergewaltigt oder ermordet. Früher also habe ich viel über Tramperinnen gesehen, also was mich dann auch abgeschreckt hat. Meine Eltern haben mir halt auch immer gesagt, nicht trampen. Und ich bin ja in einer Kleinstadt groß geworden und da war das eben nicht so leicht möglich, wie hier in Berlin nachts nach Hause zu kommen, wenn man mal weg war. Und also ich habe nie getrampt, das hatte mich jetzt eben abgeschreckt. Könnt ihr mich ein Stück mitnehmen? Wo willst du denn hin? Nach Kappelrodeck. Irgendwo zwischen Aachen und der kleinen Bachbrücke muss sie dann ahnungslos in das Auto ihres Mörders gestiegen sein. Es geht in dieser Dramaturgie, glaube ich, im Wesentlichen darum, Ränder des normalen Alltagslebens aufzuzeigen und diese Ränder auszuhorchen, weil hier eben das Verbrechen einbricht wie eine Naturgewalt. Es geht darum, eine Bestimmung vorzunehmen, was ist das normale Leben, was ist das abweichende Leben. Siegfried nimmt seine Mutter überhaupt nicht wahr. Siegi, hör auf! Du? In ihrer Verzweiflung greift die Mutter nach einem Handfeger und schlägt damit auf den Jungen ein. Aber er nimmt auch die Schläge nicht wahr. Die Mutter beginnt zu begreifen, dass ihr Sohn unter dem Einfluss von Drogen steht. Abweichung ist zum Beispiel in den Tätertypologien, der Herkunft der Täter, festzumachen. Nicht so sehr in der Tatsache, dass es sich fast ausschließlich um Männer handelt, die hier als Täter auftreten, sondern eher in der Zugehörigkeit zu jeweiligen ethnischen oder anderen Minoritäten aus der Bevölkerung. Wie viele seiner Landsleute ist Musko des besseren Verdienstes wegen nach Deutschland gekommen. Seit 3 Jahren arbeitet er in der Bundesrepublik. Er hat sich ganz gut eingelebt. Lediglich sein südländisches Temperament bringt ihn gelegentlich in Konfliktsituationen. Das ist in den 60er Jahren der Gastarbeiterbereich. In den 70er Jahren ist es sehr viel jugendkulturelles Milieu, also die aufkommende Drogenszene und Terrorszene. Das Rhein-Ruhr-Gebiet scheint zurzeit einer der weiteren Schwerpunkte der anarchistischen Aktivitäten zu sein. In den letzten Jahren ist es vermehrt dann die Szene der osteuropäischen Zuwanderer. Arglos öffnet Denise die Tür. Aber heute fällt es schon auf, also dass es sehr viele ausländische Personen sind. Viel ja aus dem Kosovo, also Kosovo-Albaner. Und dann überlege ich mir immer so, ob das ja so ein besonderer Schlag ist mit besonders heißem Blut oder so. Ich weiß es nicht. Also die vielleicht eher fähig sind, über Leichen zu gehen.
Also ich schaue XY nach wie vor nie alleine. Das ist mir einfach zu unheimlich, wenn ich alleine zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze. Und ich bin froh, dass meine Arbeitskollegin so gerne wie ich die Sendung schaut. Ja, wir treffen uns meistens so um 7:30 und dann hat entweder einer schon was fertig gekocht oder wir kochen was zusammen. Um 7:45 muss pünktlich der Fernseher an sein und dann sitzen wir bis zu den Zehen bewaffnet mit Cola und Chips auf dem Sofa und zittern. Der nächste Fall, meine Damen und Herren, den wir für die Kripo Altena behandeln, gehört zu denen, die einem die Sprache verschlagen. Er zeigt, zu welcher Brutalität manche Menschen aus einem relativ nichtigen Anlass fähig sind. Der Fall, der mir am längsten in Erinnerung geblieben ist, ist der Fall mit der Rosenschere. Den fand ich besonders brutal, obwohl in Anführungsstrichen nicht mal ein Mensch ums Leben gekommen ist, aber dafür für sein Leben gezeichnet. Es handelte sich dabei um einen Zoohändler, der mit seiner Tageseinnahme ins Wochenendhaus gefahren ist und dort überfallen wurde. Zu dem Wochenendhaus gehört auch ein geräumiger Schuppen, in dem Werkzeug und allerlei Garten- und Arbeitsgeräte untergebracht sind. Hände hoch, Hände hoch! Was um Gottes Willen, was ist? Umdrehen! Was wollen Sie? Ich habe nichts! Das ist bloß das Gesicht zur Wand und die Hände hoch, hinterm Kopf! Ich erinnere nur, dass ein Überfallener in seinem Haus in den Keller gezwungen worden ist und dort Geld raubt. Ich ersticke! Wo ist der Safe? Ich ersticke! Der Tresor mit dem goldenen Schmuck, wo ist er? Ich habe keinen Tresor. Und das Gold? Habe ich auch keins. Lüg nicht. Nur das Geld in meiner Tasche. Da, das wollte ich zur Bank bringen. Wo ist es? Drüben im Haus, in meiner Tasche, 10.000 Mark. Okay, du bleibst hier in der Remise und mach keine Dummheiten. Verstehe ich auch nicht, warum er das Geld nicht vorher zur Bank gebracht hat. Ja, selbst schuld. Der Täter hat sich nur auf Geld abgesehen, sondern auch eben auf die teuren Ringe. Umdrehen! Na, etwas war ja wenigstens da. Hände hoch, hopp! Ich habe ja eine Uhr gesehen. Und ein paar Ringe. Er hat sich auch alle Ringe abstreifen lassen, nur bis auf den Ring, der sich an einem Daumen befand. Den kriegte das Opfer halt nicht ab und nun wird natürlich jeder denken, alles klar, der Täter lässt los und sagt Arrivederci und haut ab. Machen Sie mich los, dann nehme ich ihn ab. Nichts da, Pfoten oben lassen. Und hat ihn dann versucht, einen Ring vom Finger zu ziehen, was er dann nicht geschafft hat und hat dann ganz auf brutale Weise eine Gartenschere genommen. Als der Täter den Ring vom Daumen nicht abziehen kann, zeigt er die ganze Rohheit, die in ihm steckt. Und schnitt den Finger kurzerhand ab. Er schneidet Jochen Kunze den linken Daumen ab. Hab dich nicht so, kannst du ja wieder anpacken lassen. Was ich wirklich erschreckend fand, dass man so skrupellos sein kann, einen Finger abzuschneiden oder abzuschneiden, um einen Ring zu bekommen. Man ist natürlich gewohnt, dass, so makaber sich das anhört, dass man halt erschossen wird, dass man erstochen wird, aber das ist halt ein Menschen bei lebendigem Leibe irgendwelche Gliedmaßen abgeschnitten werden. Also das hatte ich in der Dimension noch nicht erlebt. Das hat sich so bei mir eingeprägt und das werde ich auch noch bis zum bitteren Ende im Gedächtnis behalten. Die Fahndungserfolge und das große Zuschauerinteresse erregen auch die Aufmerksamkeit weiterer ausländischer Fernsehsender. 1982 startet das niederländische Fernsehen die Fahndungssendung Opsporing Verzocht. 1985 folgt die BBC mit der Sendereihe Crime Watch UK. 1986 Israel, Titel der Sendung Crime Investigation. 1988 beginnt in den Vereinigten Staaten die Fahndungsreihe America's Most Wanted. Neuestes Mitglied in der internationalen Familie der Fahndungssendungen, Az XY Akta Megoldatlan. Es erschreckt mich, wenn ich sehe, wie wenig Achtung die Menschen vor Leben und Eigentum der anderen haben. Und ja, es macht mich oft traurig. Und trotzdem muss ich mir die Sendung immer wieder anschauen, weil ich denke, vielleicht kann ich auch mal durch Aufmerksamkeit was dazu tun, dass jemand anders
verschont bleibt. Und was ist letzten Endes rausgekommen in 25 Jahren? Dazu nur drei Zahlen. 2.182 Fälle haben wir in den vergangenen 249 Sendungen behandelt. Davon konnten mit Hilfe der Zuschauer 905 geklärt werden, also über 40%. Auch in den Fällen, die hier zur Sprache kommen, hängt der Erfolg fast ausnahmslos von Ihrer Mithilfe ab, meine Damen und Herren, und von der Arbeit der Polizei. An unseren Telefonnummern hat sich nichts geändert. München mit der Vorwahl. Zimmermann hat wohl als einer der ersten so etwas wie ein Call-in oder ein Phone-in-Prinzip eingeführt. Im Hintergrund ist ja dieses klassische im Glaskasten befindliche Telefonstudio, um Anrufe entgegenzunehmen. Die jungen Damen, die hier ihre Anrufe entgegennehmen, bleiben bis 24 Uhr auf ihren Posten. Da ist er innovativ, also das gibt es zu dieser Zeit meines Wissens praktisch noch nicht. Das hängt natürlich mit der Dramaturgie der Sendung zusammen, tatsächlich Zuschauer mit in die Sendung zu integrieren, sodass hier im Grunde genommen sehr neues Sendeformat entstanden ist. An den nächsten Fall, meine Damen und Herren, werden sich viele von Ihnen erinnern, wenn Sie ihn, Entschuldigung, Peter Hohl, gibt es Nachrichten? Darf ich hier mal unterbrechen? Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Sache. Wir hatten eben einen Anruf, ich möchte keine Einzelheiten sagen, um dem Anrufer zu beweisen, dass hier wirklich alles vertraulich behandelt wird. Er hat eine sehr wichtige Mitteilung gemacht, aber er hat uns seinen Namen nicht gesagt. Und das bedeutet, dass die Polizei auch nichts mit diesem Hinweis anfangen kann. Um welchen Fall geht es? Wir sollten auch das nicht sagen. Was sollten wir ihm sagen? Ja, wir sollten ihm sagen, dass er bitte noch einmal anrufen möchte und den zuständigen Sachbearbeiter verlangen. Wir wissen dann schon, wer gemeint ist. Und er möchte uns bitte seinen Namen sagen und wir sichern ihm absolute Vertraulichkeit zu. Und er wird auch wissen, dass er jetzt gemeint ist? Ich glaube schon. Also es wurde halt schon versucht, für das deutsche Fernsehpublikum an 70ern, 80ern einen Zeigefinger zu heben, wo dann halt gesagt wurde, die und die Sachen sind nicht gut, passt auf darauf. Versucht die zu vermeiden, hilft uns Täter zu kriegen und ja, und vor allen Dingen passt auch auf eure Nachbarn auf. Er hat ja einen beachtlichen Stamm von festen Zuschauern und es wäre doch sehr, ja, ich würde schon sagen, es wäre infam, nun diesen vielen, vielen Millionen Zuschauern zu unterstellen, dass das alles Berufsdenunzianten sind, die nun darauf lauern, da also dem Nachbarn, dessen Nase ihnen nicht gefällt, das Messer zu liefern. Um dem zu begegnen, hat man von Anfang an ein Instrumentarium eigentlich eingesetzt, das wir bis heute benutzen, und zwar die Aufzeichnung der Telefongespräche. Und durch das Ankündigen des Aufzeichnens des Gesprächs schreckt man Leute ab, die nur Blödsinn loswerden wollen. Also dieser Anrufer, der sagt, mein Nachbar, der Hans Meyer, der war's, das findet eigentlich so gut wie nicht statt. Erstaunlicherweise ist so. Also ich habe auch mal bei Aktenzeichen XY angerufen, aber nicht, weil ich irgendwie einen Täterhinweis habe oder ähnliches, sondern weil mir halt auffiel, vorne saß Eduard Zimmermann, hinten das Annahmestudio von den Anrufen und da saß halt eine Frau, die da kontinuierlich rumgealbert und rumgespaßt hat und das fand ich dann nicht so prickelnd. Ich meine, ich bin zwar auch jemand, der gerne lacht und dem Humor offen entgegensteht, aber in solch einer Sendung, sag ich mal, ist es irgendwo unangebracht. Und als ich da halt anrief, beruhigte man mich in dem Sinne, man hätte das oder es hätten sich schon mehrere darüber telefonisch beschwert und in der Sendung danach saß sie dann auch etwas souveräner da und ja, natürlich hat man dann lange Zeit, also so über Teenie-Tage halt kein Aktenzeichen geguckt, weil Freitagabend war halt heilig. Und vor kurzer Zeit, oder vor ein, zwei Jahren sind wir halt erst wieder drauf gestoßen, als man beim Planung des Abendamüsements einer in der Zeitung blätterte und da war dann auf einmal als Veranstaltungsort der Name Konrad Tönz. Und dann alle so vor die Stirn gehauen, Mensch, Konrad Tönz, Leiter des Aufnahmestudios in der Schweiz. Und das war dann diese Bar in Kreuzberg und da sind wir dann natürlich am selben Abend noch hin. Im Salat und Musik im roten Wien und den man hat und im Herzen im Hirn an Alamor. Das ist wunderbar, Senor. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist halt Freitagabend, ein Freitagabend im Monat. Und dann kommen tatsächlich dann um 7:45 Gestalten aus ganz Berlin in diese Konrad-Tönz-Bar, diese kleine Bar im finstersten Kreuzberg. Und dann gibt es im Hinterzimmer, gibt es da diesen
klitzekleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und davor ist halt so eine Plexiglas-Lupe aufgebaut. Und dann setzt man sich dahin, also jeder holt halt noch sein Getränk, aber um 7:45 sitzen alle da und gucken halt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Also meistens hat man als Kind das ja in der Familie sich angeguckt und saß dann gemeinsam vor dem Fernseher und hatte auch vielleicht keine Angst, wenn man klein war, also weil eben der Vater und Mutter und Geschwister mit dabei saßen. Und ja, dieses Gemeinschaftsgefühl oder dieses Zurückholen von Familie, was dann einfach hier stattfindet, das, denke ich, ist entscheidend. Man guckt gemeinsam Aktenzeichen, man isst Salzstangen und trinkt sein Feierabendbier. Zusammenzukommen in der Konrad-Tönsbar ist sicherlich eine Menge Nostalgie auch dabei. Es ist ja nicht nur, dass man dort Aktenzeichen XY schaut, es ist ja, die ganzen 70er Jahre werden ja da wiederbelebt. Und Aktenzeichen XY ist einer der ganz wenigen Relikte. Derrick ist noch das andere Relikt aus der Fernsehzeit, was in die 90er Jahre noch gelebt hat. Die Bar heißt eben auch Konrad Tönz, weil es ein Name ist, der mir einfach immer im Unterbewusstsein gegenwärtig war. Franz Demand hat keine finanziellen Sorgen. Sein Leben läuft äußerlich in geordneten Bahnen. Oh, der wird aber wieder schön heute. Sind Sie bald fertig? Ich habe den Kaffee schon gemacht. Ja, ich gehe nur noch mal über die Scheiben. Da sieht man jeden Fleck. Sie und Ihr Auto. Lassen Sie, Mann. Ein Hobby muss der Mensch hier haben. Ja, ein besonderes Kapitel ist sicherlich die Schauspielerführung in den Einspielfilmen, die ja häufig als sehr holzschnittartig und sehr amateurhaft beklagt worden ist. Man muss sich also fragen, warum in dieser Art und Weise inszeniert wird. Und ich denke, dass dieses ein Mittel ist, wiederum die Authentizität des Dargestellten zu unterstreichen. Und in der Holzschnittartigkeit des Schauspiels so etwas hervorzubringen wie eine ästhetische Distanz des Zuschauers zu dem, was da ist. So wie man in dieser Sendung die Autonummern beispielsweise unkenntlich macht, die Nummern der schauspielenden Autos, könnte ich mir vorstellen, dass auch die Eigenarten der Schauspieler ohne Persönlichkeit sein sollen, um stattdessen den zu schildernden Fall modellhaft darzustellen. Hey, was soll der Unsinn? Los, ich will nur das Geld, sonst nichts! Ernst Jessen versucht zu fliehen, aber die Tür zum Tresorraum hält dem Täter nicht stand. Keine Dummheit, wenn du ihn ja eben lieb bist. Das hat mich alles so ein bisschen erinnert an so Home-Videos, also so selbstgemachte Videos. Da verzeiht man als Zuschauer auch sehr viel Ungelenkheit oder Ungeschicklichkeit. Im Gegenteil, die macht eigentlich dadurch erst einen gewissen Reiz aus. Und das war eigentlich bei diesen Sendungen auch so, dass diese ganze Unbeholfenheit in Kombination mit den tatsächlichen Fakten, die vermittelt werden sollten, so ein Spannungsverhältnis gaben, das einem sehr unter die Haut ging. Mehr Bewegung, Zielichten. Heidelore, verwirren das was mit uns? Gehen wir heute Abend aus? Passen Sie nur auf, dass Sie Ihre Kniebeugen da richtig machen. Sobald da ein paar zusammen sind, muss sich doch einer immer aufspielen. Also wenn ich heute Aktenzeichen schaue, dann ist es pures Entertainment. Und ich denke, ich schaue das heute so ein bisschen mit der verklärten Trash-Nostalgik, mit der ich mir auch so einen alten 50er-Jahre-Godzilla-Film angucken würde. Pfullingen in Baden-Württemberg, 12. Februar 1998. Ich bin's. Auch der dritte Mitarbeiter, Erik Nietzsche, ist sehr jung, 20 Jahre. Er ist Auszubildender im ersten Lehrjahr. Also es gab da einen Fall, der war auch relativ neueren Datums. Bei dem ist der tolle Bankräuber, der sich morgens tatsächlich auch bemerkt hat, wann welche Angestellten zur Bank kommen, der hat es jetzt auch geschafft, sich mit einem dieser Angestellten in die Bank reinzuschleichen.
Nein doch. Der Zeuge hält den Mann für einen neuen Angestellten und misst seiner Beobachtung keine Bedeutung bei. Au! Überfall! Überfall, komm, Gang um da, komm! Da der Täter unmaskiert auftritt, können sich die Angestellten ziemlich genau sein Gesicht einprägen. Alle hinlegen, komm! Und da ruhig! Und hat halt eine Pistole gehabt und seinen Aktenkoffer und erst in der Bank fiel ihm auf, dass er seine Kapuze, seine Maske gar nicht auf hatte. Denn die war blöderweise noch in dem Aktenkoffer drin. Geht sauber, komm. Ruhig bleibe. Was macht denn das für Nummer? Die Darsteller waren die allseits beliebten Profi-Schauspieler, die versuchen, dilettante Stümper zu spielen. Aber gleichzeitig konnte sich da der Regisseur zumindest so ein paar Schmunzelchancen nicht so ganz erwehren. Also zum Beispiel hat er dann zwei junge Bankangestellte immer synchron hochgucken lassen, während unser Bankräuber dann an seinem Schloss rumfriemelte. Sehr brav, sei. Unterm Strich würde ich sagen, das ist auch nur ein Amateur, der gedacht hat, ich gehe aufs Ganze und entweder das klappt oder das klappt nicht. Gang halt immer auf Scheißklump. Solche skurrilen Fälle, die liebe ich halt. Die machen halt dem Zuschauer tatsächlich Spaß. Es gibt tausend Situationen, an denen er anfangen kann zu lachen und ja, der Bankraub ist dazu perfekt geeignet. Ihr bleibt jetzt noch 5 Minuten ruhig, da passiert ein nix. Ja, der Fall an sich ist halt schon ein Wunder. Also, dass allein sowas gemacht wird auf dieser Welt und dass sowas noch so viel Erfolg hat, dass der Täter zumindest entkommen kann und dann über Aktenzeichen europaweit gesucht wird. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. 30 Jahre XY, 300 Sendungen und ab heute eine neue Einsatzzentrale, in der Sie besser verfolgen können, was aus Ihren Hinweisen wird. Als Eduard Zimmermann dabei war und die alte Crew, war das ja noch ein Relikt der 70er Jahre. Also man hat ja da ganz anders Fernsehen gemacht, es war auch sehr viel langsamer. Heute mit den neuen Leuten ist es sehr viel schneller geworden. Sehr viel moderner, ja, ist auch Farbe reingekommen. Früher war das ja immer nur so ein brauner Hintergrund. Dieser Phantombildcomputer wird uns bei der Personenfahndung wertvolle optische Hilfe geben. Und eine weitere Neuerung. XY ab heute im Internet. Unsere wichtigsten Fälle sind dort ab sofort weltweit für die Fernsehfahndung abrufbar. Eine ganz neue Dimension. Wir haben schon viele Jahre vor dem Wechsel gespürt und gesehen, dass das eigentlich vollkommen altbacken ist und man es nicht mehr ertragen kann, dieses Braun und Orange. Also es war, obwohl es in eine Phase kam, der Wechsel, wo das fast schon wieder in wurde und fast schon wieder Kult war. Aber es hat uns allen nicht mehr gefallen. Wir mochten es nicht mehr sehen. Es war klar, es kommt ein Wechsel. Aber da auch der Wechsel anstand mit Eduard Zimmermann, war auch klar und naheliegend, dass man den abwartet sozusagen und dass man dem neuen Moderator auch die Chance gibt, einen neuen Rahmen für sich zu haben. Dass er eben nicht in diese alten Anzüge von Eduard Zimmermann gesteckt wird. So, und jetzt zu unserer wichtigsten Neuerwerbung. Meinen Nachfolger Butz Peters. Herzlich willkommen in unserem Team. Ich komme gern. Butz Peters ist Anwalt und Journalist und wird künftig meinen Platz hier einnehmen. Dazu muss man wissen, dass mein Vater Perfektionist ist. Er hat also diesen Wechsel bis ins Detail mit uns allen besprochen und vorbereitet, mit dem Polizei. Also es gab nichts, was uns in irgendeiner Form überrascht hätte. Das kommt nicht besser rüber, wenn man sowas kurz hochhält. Er ist nur dunkel und vor deinem dunklen Anzug sieht man den da nicht so richtig. Boah, hier, wenn ich es von dem blauen bisschen, naja, mache ich so. Deute darauf hin. Ja, ja. Okay. Ja? Okay. Eigentlich glaube ich, dass wir uns vielmehr alle damit beschäftigt haben, wie wird es jetzt EZ, wie wir ihn nennen, wie wird es jetzt EZ gehen, der das erste Mal nicht moderiert? Ah, ja. Und die Leitung stimmt oder so, aber wir haben kein Bild bis jetzt aus Wien. Den Eindruck, den wir uns ja so schwer erarbeitet haben oder den sich Eduard Zimmermann auch lange erarbeitet hat mit seinen Leuten, den wollen wir weitergehen.
mit nur ein paar Kleinigkeiten rundherum, die es einfach ein bisschen zeitgemäßer machen. Insofern hat sich da nicht so furchtbar viel für uns verändert. Die Einrichtung, die das erste Mal ausgestrahlt wurde, war dies eine Premiere im doppelten Sinn. Die erste XY-Sendung und die erste Fahndungssendung im Fernsehen überhaupt. Auch bei uns hier in München sind zu dem Bankraub in Mecklenburg sehr viele Hinweise eingegangen. Irgendwo ist es Kult. Ich bin damit groß geworden als Kind und Aktenzeichen XY hat sich halt so bei mir eingebrannt. Wenn es Aktenzeichen XY gibt und die Möglichkeit ist da, gucke ich sie auch. Ja, es ist eben ein Einbruch in meine kleine heile Welt gewesen. Eben einen Blick über den kleinen Horizont zu werfen und festzustellen, dass es eben halt nicht nur gute Menschen auf der Welt gibt, sondern auch ganz viele Böse. Und das hat auch sehr nachhaltig gewirkt. Na, es ist natürlich dieser Nervenkitzel, weil ja jeder, spätestens seit Kain und Abel, hat ja jeder von uns eine dunkle Seite. Wie weit er das wahrhaben will, ist die eine Frage. Und vor allen Dingen, wie weit die durchschlägt, die schwarze Seite, ist die andere Frage. Und hier wird also natürlich auch ein bisschen der innere Schweinehund gekitzelt. Das ist ein natürlich unbewusstes, wichtiges Element, warum die Sendung auch so erfolgreich war. Jeder saß da und hat sich gedacht, welches Verbrechen hätte ich verüben können oder welches Opfer wäre ich gern gewesen oder so. Man nimmt Anteil. Man ist wirklich begeistert und ist gleichzeitig nicht gefährdet. Es besteht ja keine persönliche Gefahr. Und ich glaube, dass wirklich ein ganz individueller Bedarf besteht beim Fernsehzuschauer, sich das reale Verbrechen, egal in welcher Form verarbeitet, anzuschauen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY Ungelöst. Guten Abend, meine Damen und Herren.